denn ich bin ja auf der Touristik und Caravaning in Leipzig. Oh, meine fünfte oder sechste schon als YouTuber-Wahnsinn. Die Zeit vergeht und ich bin auf der Suche nach neuen Dingen. Da sehe ich jetzt hier im Vorbeigehen campermakler.de und ihr kennt mich ja. Ich frage dann einfach mal, wer seid ihr, was macht ihr? Und ich habe eine liebe Ansprechpartnerin. Hi. Die meinte, sie ist nicht videogen. Jetzt dürft ihr gleich in der Community abstimmen. Alles gut. Okay. Die wissen, warum ich hinter der Kamera bin. Eure schönen Gegenstände hier, die finden wahrscheinlich heißen Absatz, wenn die in der vordersten Linie liegen, oder? Auf jeden Fall. Deswegen haben wir sie nach hinten geschoben. Ich würde auch sagen, das ist jetzt eine Deko-Geschichte, aber ihr seid toll aufgestellt und ich zeige das gern mal, weil ihr das klein aber oho macht. Das hat Geschmack. Da kommst du um die Ecke und dann denke ich mir, okay, die Campermakler, fragen wir doch mal, was sie so machen. Was macht ihr denn? Mein Camper, die meisten schauen zu, hoffe ich. Ja, wir vermitteln gebrauchte Fahrzeuge zwischen Privatpersonen, ja. Also den Kauf bzw. Verkauf. Okay. Das ist einfach eigentlich genauso, wie das ein Immobilienmakler auch macht, nur dass wir es halt für Campingfahrzeuge machen. Das heißt, ein Mitarbeiter oder ein Makler von uns kommt vorbei, ja. Macht die Aufnahme, macht Fotos und kümmert sich dann darum, dass es zu einem, ja, Käufer kommt. Das wäre ja ein guter Nebenjob für mich im Grunde. Ich bin jetzt seit 7 Jahren im Wohnmobil, habe 1000 Stellplätzen gestanden. Mich sprechen die Leute wie am Kanal an und sagen, hast du nicht, kannst du nicht? Sollten wir mal sprechen darüber. Sollten wir mal sprechen. Weil mir werden sehr viele Fahrzeuge auch angeboten. Ich filme auch immer wieder Privatfahrzeuge ab. Und da sind sie der Reihe nach. Das ist aber jetzt nur noch mal eine Auswahl der aktuellen Fahrzeuge. Genau. Ich mache jetzt keine Verkaufspräsentation von Einzelnen, aber da seht ihr, das ist alles ganz transparent. Der Vorteil ist natürlich, wenn die beiden das privat machen, könnt ihr ein bisschen Einfluss nehmen, habt aber keine Gewährleistung. Genau, ja. Weil das ist ja schon etwas, wo der Händler dann viel Geld verlangen muss, um genau. Das abzuwickeln. Oder? Das ist ja der Hauptgrund. Ja, genau. Auf der einen Seite kann er dem Verkäufer weniger Geld bieten und dann vom Käufer ja, mehr ja. Verlangen. Ja, alles gut. Bei uns ist zwischendrin, dass wir sagen, okay, wir können mehr bieten und müssen weniger verlangen. Für die Versprecher bin nur mal ich zuständig. Du verarscht mich so oft und dumm mache ich das also authentisch und das kommt an. Ich kann immer wieder sagen, danke, ich habe 97% zufriedene Zuschauer und die anderen 3% sind mir wurscht. Ja. Kann ja was anderes gucken dann, ja. Aber da bin ich mal ganz offen auf YouTube. Ihr habt das sehr professionell angeguckt, normal dargestellt. Siehst du, geht schon los. So geht's los. So geht's los. Ich war noch nicht auf der Homepage, weil ich dich gerade entdeckt habe mit Campermakler. Ja. Und das ist auch mein Vorteil manchmal, weil ich jetzt ausnahmsweise ja das mir noch nicht im Hintergrund ein bisschen angeschaut habe. Erst recherchiert man ja mal. Der Kunde geht ja grundsätzlich hin oder der Interessent und googelt dich. Oder? Macht ihr das auch, liebe Zuschauer? Klar, jeder macht's. Und dann willst du ja was sehen. Und wenn dann die Homepage schon floppt, dann willst du dort nicht. Das also du brauchst eine gewisse Seriosität, eine Grundlage, gute Bewertungen. Und ihr seid noch relativ jung am Markt? Genau. In Deutschland sind wir erst seit so 1,5 Jahren. Ja. Pi mal Daumen. Kommen ursprünglich aus Holland. Da gibt es uns seit 2018. Ja. Und genau letztes Jahr hat dann der Rob, unser Gründer, beschlossen, auch in Deutschland mal den Markt sehr gut. zu ergründen. Du machst es perfekt. Ich glaube, du warst schon öfter vor der Kamera. Du guckst nämlich auch immer zum Handy hin, Publikum ein bisschen angucken. Perfekt. Super. So muss es sein. Wobei alles andere als perfekt, das bin ich. Ja, immer wieder dazu gesagt. Herrlich unperfekt. Wird ja nicht einer alleine jetzt dann irgendwie in Deutschland rumfahren und Autos begutachten oder vorher gucken. Ja? Nee, genau. Wir haben momentan 13 Makler in Deutschland, die sind überall verteilt. Wir haben Schleswig-Holstein, NRW, Bayern, hier Mitteldeutschland, Stuttgarter Raum, Südpfalz. Genau, überall dort haben wir Makler vor Ort. Und sind natürlich auf der Suche, noch überall Standorte abzudecken, klar. damit wir ganz Deutschland auch wirklich bedienen können. Sozusagen. Und einen Reisenden habt ihr in Zukunft wahrscheinlich auch noch. Und wir sehr werden gut. uns sicherlich noch öfter hören. Ich finde das genial. Ich bin ja so ein Bindeglied zwischen Camper und Handel und so weiter. Ich bin im Schaufensterbetrieb. Und es ist ja in der Erwartung, jeder prognostiziert, Wahrsagen teilweise, was kommt jetzt nach Corona an Fahrzeugen zurück. Es wird einiges verkauft werden. Wir haben einfach Zeiten, wo manche andere Probleme bekommen haben und jetzt gesagt haben, Juxendollerei, machen wir erstmal Corona-Lückenfüller, vielleicht ist es doch nichts. Ich glaube nicht, dass das Camping das Problem ist, sondern man muss sich's ja auch leisten können. Auf jeden Fall. Das ist so. Wir haben es jetzt auch schon gemerkt, dass einige 2019er und sogar 2022er Modelle schon wieder auf den gebrauchbaren Markt zurückkommen. Ja, absolut. Und da bin ich ganz bei euch. Ihr habt euch rechtzeitig positioniert. Zeig mir noch die schönen Farben her, das sieht nämlich echt schick aus.
und denke mir, das kann eigentlich nur ein Erfolg werden. Ja. Und da wünsche ich euch viel Glück. Dankeschön. Und der Camper-Tubi geht weiter und das war sensationell in 5 Minuten und 9 Sekunden. Camper.de. Ihr könnt ja Gott sei Dank alle lesen, denke ich mir mal. Und wenn nicht, ich blende es unten natürlich in der Videobeschreibung nochmal ein. Danke Perfekt. Dir. Dankeschön. Machen wir nochmal.